Dein Nächster mit, komm. Yamaha und Kawasaki, das passt irgendwie relativ gut zueinander. Ich stelle mich mal zwischen euch beiden. Der hat heute schon ein heißes Rennen gefahren, er hat mir zwar versprochen, er tut es langsam angehen, aber Galinski muss immer Power geben. Wie war's? Nee, war schön, hat wirklich Spaß gemacht. Vor der Kulisse bin ich schon ewig nicht gefahren. Und auch beim Pro-Superbike-Lauf konnten wir mit Jochen ein bisschen was abgucken, ne? Wenigstens eine Runde lang. Also das hat schon Spaß gemacht heute hier. Jochen, du bist ja jetzt zum ersten Mal hier unterwegs gewesen. Du kennst den Mickey-Maus-Kurs, um das mal so zu sagen. Jetzt lacht er, er weiß auch genau warum. Ich frage aber nicht danach, wie kommst du mit dem neuen Kurs zurecht? Wie findest du ihn? Also zunächst einmal, es gibt auf der Welt noch viele andere Mickey-Maus-Kurse. Da ist zum Beispiel Laguna Seca dabei. Und Jerez wird auch, ich sag mal, unter uns Fahrern als Mickey-Maus-Kurs behandelt. Das einmal vielleicht zu dem Missverständnis, das da mal entstand. Und auch der neue Mickey-Maus-Kurs gefällt mir wunderbar, also wirklich riesig und ich genieße jede Runde. Das ist schön, das ist eigentlich ein Sonderapplaus wert. Das ist ein wirklicher Lob an den Sachsenring, Jochen, muss man wirklich sagen. Bei dir ist es ja nun so, du bist ja eine ganze Weile aus der ganzen Szene raus, hast also dich mit der ganzen Thematik Motorsport nicht mehr beschäftigt. Deren Kerl sehe ich jedes zweite Wochenende noch. Aber du bist da raus aus der ganzen Geschichte, hast aber durch deinen damaligen Mechaniker Kurt Stückle dein Motorrad zu einem Traumbike werden lassen. Ja, da muss ich wirklich sagen, die, die den Kurt kennen, wissen ja, dass er ein so akribischer Arbeiter ist und selbst für, ich sag mal, unser Motorrad von 95, da so viel Zeit noch investiert hat, dass das eigentlich jetzt in einem genauso perfekten Zustand dasteht, wie damals zu der aktuellen Zeit noch. Und da macht es natürlich umso mehr Freude, mit so einem Motorrad wieder fahren zu dürfen. Okay, Jochen, vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Wir drücken die Daumen für morgen. Alles Gute noch. Du hast gesagt, es macht dir riesen Spaß. Und dir wünsche ich in 14 Tagen als Teamchef das Beste, dass dein Fahrer nicht in der ersten Runde gleich im Dreck einparkt, wie er es schon mal gemacht hat. Aber Galle, Michael Galinski, ein toller Mann von Yamaha Motor Deutschland. Euer Applaus für die beiden, Michael Galinski und für Jochen Schmid.